Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Projekt The Legend of Zelda A Link to the Past auf der NES, die NES, SNES Version. Und wir starten das Spiel. Hilfe, bitte hilf mir, ich bin es, Zelda. Ich werde im Verlies der Burg festgehalten. Ich habe furchtbare Angst. Aghanim hat die Burg voll unter Kontrolle. Und er versucht nun alles, um das Siegel der sieben Weisen zu brechen. Deshalb hat er den anderen sechs vermissten Mädchen etwas Schreckliches angetan. Nur ich bin noch übrig. Hol mich doch endlich hier raus. Hilfe! Okay. Okay. Ich gehe kurz fort. Am liebsten bin ich, morgen bin ich zurück. Bleib im Haus, verstanden? Okay. Aber Zelda hat mich gerufen. Okay. War das nicht mit R? Mit L? Mit L? Mit A? Mit A, okay. Stimmt, auf der GBA-Version war das mit R aufheben, die Sachen so, ne? Mit... Okay. Okay, ich muss mich erstmal in die Steuerung einfuchsen, sag ich mal. Aber okay, gehen wir zu Zelda! Wir müssen ins Burgverlies. Ins Burgverlies. Zelda ist im Kerker, aber wir kommen hier nicht durch. Gucken wir mal. Auf der anderen Seite war kein Weg. Dann muss dieser Weg hier der richtige sein. Folgen wir dem Weg. Hier wird sicherlich etwas sein. Bestimmt. Oder auch nicht. Okay. Jawohl. Ja, ich wusste es. Der Busch sah verdächtig aus. Vater! Okay, ich wollte dich nicht mit in diese Sache hineinziehen. Aber warum hast du nicht auf mich gehört und bist rausgeblieben? Hier, nimm mein Schwert und das Schild. Hör mir genau zu. Der Falke allein besitzt das geheimnisvolle Schwert mit besonderen Kräften. Nein, das ist mir genommen. Bitte, Doki, hilf mir, mein Ende ist gekommen, rette die Prinzessin. Sie hat nur noch dich. Oh, mein Ende naht. Oh, die Prinzessin, du bist ihr. Okay, wir haben die mit Blut verschmierte Klinge unseres Dads an uns genommen. Du hast mich nie geliebt. Okay, doch, wahrscheinlich hat er uns geliebt, aber er hat es nie gezeigt. Nur auf eine andere Weise. Okay, ja. Hi, 5 Rubine, schöne Sache. Und wir haben Energie, das heißt, wir können Licht machen. Gott, ist das grell geworden. Zack. Na, okay. Okay, okay. Okay. Alle Wachen besiegen. Okay, lassen wir. Das besiegen wir sie halt nicht. Meh. Können wir unser Schwert? Ja, wir können unser Schwert schon aufladen. Nice. Okay, gehen wir zu Zelda und retten sie. Im Burgverlies ist sie fest. Oder steckt sie fest? Wir müssen sie auf jeden Fall retten, Leute. Nichts kann uns aufhalten, denn wir sind Link. Besiegen wir erstmal diese Wache. Ich komm. Okay. Nee. Ich hab's geschafft. Und wir haben die Karte bekommen. Cool. Okay. Nase juckt. Scheiße. Nice. Ein Rubin, nice. Schöne Sache. Noch eine Wache down. Nehmen wir mal den Krug. Zack! Die Krüge sind, glaube ich, irgendwie magische Krüge oder so. Sie zerstören einen Ritter mit Rüstung mit einem Hit. Aber unser Schwert braucht 3. Oh Gott, oh Gott. Ich kann nicht treffen, dein Ernst. Oh Gott.
Wir haben es überlebt. Okay, die Wache besiegen, dann geht die Tür rechts wahrscheinlich auf, oder? Ja, und da drin finden wir sicherlich einen Schlüssel. Vielleicht sollte ich das Steuerkreuz hierfür nutzen. Ist, glaube ich, einfacher dann zu spielen. Nein. Zack. Nice. Wir haben den Boomerang bekommen. Oh, okay, das ist der Schlüssel, gut. Wir haben den Boomerang bekommen. Wie. Nein, das ist die Karte. Okay. Nein, das ist. Okay, gut. Zack. Okay. Zelda, du bist gleich gerettet. Wir werden das easy packen. Easy werden wir das machen, Leute. Okay. Hier ist noch eine Wache. Oh Gott. Und wir nehmen jetzt mal einen Krug. Darunter ist ein Herz, das ist schön und zack. Da war Zelda, aber die Tür ist verschlossen. Wir müssen diesen Typen wirklich besiegen. Ja. Warte, zwei Krüge haben schon genügt, um den zu besiegen? Oh, lol. Yeah, wir haben eine Vase auf dem Kopf. Und einen großen Schlüssel. Damit lassen sich Türen hervorragend öffnen. 5 Rubine, wow, wirklich? Ich danke dir, Doki. Irgendwie habe ich gespürt, dass du kommen würdest. Hör mir kurz zu, Doki. Die Burgwachen stehen alle unter Arcaniums magischen Bann. Der Zauber ist ein unmenschlicher Dämon mit gewaltiger Macht. Ich fürchte, mein Vater ist schon... Ich habe solche Angst. Verstehst du mich? Ja, mach ich. Tu ich. Schnell, lass uns von hier verschwinden, ehe der Zauberer etwas merkt. Ich kenne einen Geheimgang, dazu müssen wir in den ersten Stock. Na los, komm schon. Okay. Anstatt einfach wieder so den anderen Weg zu gehen. Obwohl, nein, stimmt. Es war ein Loch, wir sind reingefallen. Da war keine Leiter zu sehen, also können wir da nicht raus. Okay, dann müssen wir den Geheimweg von Zelda gehen. Sie wird schon wissen, was wir tun müssen. Ich meine, sie wohnt hier in dem Schloss schließlich. Wenn es komisch ist, dass das Schloss nur irgendwie 2 Zellen hat. Finde ich jetzt ein bisschen komisch. Aber... ist ja egal. Also da hüpfen wir noch nicht runter. Hier auch nicht, denn wir können hier noch einen Weg weiter und ersparen uns dadurch ätzende Kämpfe mit diesen komischen Kackwachen. Und die Wache hat uns nicht mal bemerkt. Wow. Okay, da weichen wir auch easy aus. Ja, nice. Warum hat Link pinkes Haar? Echt jetzt? Warum hat Link pinkes Haar? Ha. Das ist echt komisch. Mann, Link, was machst du? Hast du etwa wieder deine Haare gefärbt? Das kann doch nicht sein, Mann. Was ist denn los mit dir? Du bist doch ein Lappen. Rausgehen wir nicht, nee. Draußen nicht. Sie hat ja gesagt, hier im ersten Stock muss es sein. Vom Thronsaal aus gibt es einen Geheimgang zur Kathedrale. Sicher wird uns dort der Priester treffen oder so. Ja, das könnte natürlich sein, Zelda. Das könnte sein. Sicherlich. Ich meine, macht doch Sinn, dass der Priester in der Kathedrale ist. Irgendwie. Die Wachen haben uns einfach nicht bemerkt. Was ziemlich cool ist übrigens, Leute. Lass mal die Vorhänge alle aufmachen. Sieht ja kacke aus, wenn die zu sind. Mensch. Warum auch immer da keine Fenster hinter sind. Ist okay. Dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du eine Lampe dabei? Es ist nämlich stockfinster da drin und ohne Licht kommt man nicht sehr weit. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt gehen. Komm her, hilf mir beim Schieben. Wir müssen es von der linken Seite anpacken. Aber du machst schon. Ja, okay. Tu ich doch. Hilft Zelda übrigens? Überhaupt? Was auch immer. Okay, lass uns durchgehen. Die Wachen werden nie sehen, dass wir hier lang gegangen sind. Okay. Ja, vielleicht sollte ich wirklich die Lampe ausrüsten. Nein, falscher Knopf. So. Zack. Ah, heben, lesen, sprechen. Okay, cool. Dip. Nochmal und nochmal. Und... nice, wir haben wieder volles Licht. Okay, das Licht geht nach einer Zeit wieder aus. Okay.
Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier labern soll, oh Mann. Oh, wir müssen die gar nicht besiegen. Ich dachte, wir müssen die irgendwie besiegen oder so. Um Schlüssel zu bekommen, aber irgendwie nicht. Aber hier, glaube ich, ist das so. Aua. Oder hier ist es... Ist das hier noch nicht so? Ist das hier so? Ich weiß es nicht. Oh Gott, Fledermaus. Oh, ich habe sie getroffen. Wie auch immer. Ich das getan habe. Ja. Ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Da ist eine Truhe. Da wird sicherlich ein Schlüssel drin sein, oder? Ja, natürlich wird hier ein Schlüssel drin sein. Schöne Sache. Na, 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 na. Toki, vorwärts. Es ist nicht mehr weit. Nur noch durch dieses Gewölbe. Und wir haben die Kathedrale erreicht. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, mach ich. Oh Gott. Das sind viele Mäuse. Geh weg. Oh, 5 Rubine. Die sack ich gerne gleich ein. Nochmal ein Rubin. Nice. Nochmal 5 Rubine. Nice. Rubine können wir immer gut gebrauchen. Mann, ey. Warum ist das so nass hier? Oh Gott, da ist eine Maus. Hä? 20 Rubine, das ist... 20 Rubine sind immer gut. Gibt's hier keine Lampe oder... Doch, da ist eine Lampe, gut. Nein, danke. Du. Und du. Nein. Ja. Ich bin zu doof. Oh Mann. Hallo? Ah, Schlüssel, schön. Noch ein bisschen Licht machen, die andere Lampe. Ich wollte gerade sagen, die andere Lampe wird gleich sicherlich ausgehen. Ich bin zu doof. Um nicht getroffen zu werden. Mann. Was ist denn los? Und besiegen. Und besiegen. Und besiegen. Und besiegen. Und besiegen. Okay, lassen wir es. Doch. Die wollte ich noch besiegen. Sind wir jetzt gleich endlich mal bei dieser verdammten... Kathedrale? Dim, 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 dim. Okay. Batz, nice. 5 Rubine. Immer schön viele Rubine sammeln, Leute. Aber ich glaube, man kriegt ja allgemein ziemlich viele. Hinter dieser Tür liegt die Kathedrale. Zum Öffnen musst du an einem der Hebel ziehen. Ich glaube, es war der rechte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Zieh den Hebel und drücke... Ah, ja, ich weiß. Es war der rechte. Okay, beim linken kommt nämlich dann Gegner, wenn wir den ziehen. Und wir sind da, Leute. Wir sind da. Bei der Kathedrale. Ein Wunder! Prinzessin Zelda, ihr seid in Sicherheit. Hast du das getan, Doki? Ja. Ganz stolz. Ja, richtig. Ach nee. Ja, richtig. Doki half mir, aus dem Kerker zu fliehen. Jedoch erfuhr... Dort... Was? Erfuhr ich dort, was Garganem plant. Es ist unfassbar. Hä? Okay. Er drohte mir mit den Worten: Wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Ach nee. Ja, wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Siegel der 7 Weisen brechen. Ah. Bitte, Doki, lass nicht zu, dass das wunderschöne Hyrule in die Klauen des Bösen gerät. Wenn er das Siegel der 7 Weisen bricht, werden böse dunkle Mächte hier regieren. Bevor es zu spät ist, ich flehe dich an, vernichte Garganem, denn nur du bist dazu in der Lage, bitte. Warum nur ich? Sagt das jetzt? Wer sagt das jetzt? Ich glaube, der Priester. Ich glaube, eine dunkle Macht steckt hinter Garganems Taten und seine schwarze Magie. Nur eine Waffe ist imstande, im Kampf gegen die Macht des Zaubers zu bestehen. Das sagenhafte Masterschwert. Doch einiges mehr solltest du noch wissen, Junge. Die Leute sagen, der Dorfälteste sei ein Nachfahre der Wiesen 7 Weisen. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes. Zu ihm solltest du gehen. Die Burgwache sucht dich schon überall. Prinzessin Zelda verstecke ich hier bei mir. Ich markiere das Haus Sahasralas auf deiner Karte. Aber bitte nimm dich in Acht. Mach dir keine Sorgen und zögere nicht länger, den Dorfältesten zu suchen. Hast du mich verstanden? Ja. Ja. Ich will die Truhe haben. Herzcontainer! Nice! Einen ganzen Herzcontainer gleich. Soll ich dich wirklich... Ich meine, du bist Priester und Zelda ist noch jung und du... Willst sie. Ich vertraue dir mal, alter Mann. Ich vertraue dir mal. Ja, ja, ich vertraue ihm. Vielleicht ist es ein Fehler, aber ich glaube nicht. Okay, da
Dann würde ich sagen, folgen wir einfach noch normal dem Weg. In die Stadt. Kakariko. Ich habe einen Namen für den Part, glaube ich. Ich glaube, ich habe einen Namen für den Part. Cool. Hyrule in Gefahr. Oder Hyrule erneut in Gefahr. Irgendwie so, glaube ich. Das hier ist Hasralas Haus. Da, Doki. Was willst du denn von einer alten Frau wie mir? Wie? Der Dorfälteste? Oh, es ist so traurig. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Zauber begann. Der Zauberer begann, nach Opfer zu suchen. Was? Das war's, das Schwert. An die Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, aber vor langer, langer Zeit soll das Volk der Hylia in diesem Land gewohnt haben. Die Legende erzählt, die Hylianer versteckten damals hier erstaunliche Schätze. Einer davon soll das Masterschwert sein. Es wurde speziell gefertigt, um gegen böse magische Wesen anzukämpfen. Ah, soweit ich mich erinnern kann, soll es noch heute im tiefsten Inneren des Waldes ruhen. Ah, mehr weiß ich aber nicht. Verstehst du die Legende? Ja, doch schon. Suche den Dorfältesten. Irgendjemand im Dorf muss doch wissen, wo er ist. Okay. Dann gucken wir mal im Dorf rum. Ich weiß natürlich schon, wo er ist. Aber egal. Erstmal müssen wir hier uns ein wenig was snacken. Ein paar Herzen. Okay, die brauchen wir eigentlich nicht. Aber ja, das hier ist nämlich eigentlich ein Haus der Diebe oder einer Diebesbande. Das Haus einer Diebesbande. Da können wir noch eine Bombe. Okay, wir müssen hier nochmal rein auf jeden Fall. Wie war denn das? Wir müssen auf jeden Fall so machen. So machen. So. So. Dann können wir das so und so machen. Und den hier wegschieben. Und schon sind wir an allen Truhen dran. Ich glaube nämlich, es war so, dass sich hier die Truhen dass die Truhen sich automatisch leeren. Wenn man jetzt zum Beispiel eine aufmacht und dann rausgeht oder hochgeht und wieder runterkommt, dass die Truhen dann komplett leer sind. Ich kann mich auch irren, aber ich glaube, das war so. Das heißt, man muss sie einmal, alle auf einmal so gesehen öffnen. Aber ich kann mich, wie gesagt, auch irren. Möglich ist das. So, dann gehen wir erstmal hier lang, denn wir können, ja, sehr auffällig, hier runterspringen. Und wir bekommen, Leute, gleich unser erstes Erzteil. Yeah! Okay, erstmal Bomben. Gut, ich wollte mir nämlich eben eigentlich Bomben kaufen. Aber gut, okay, wir bekommen hier Bomben. Dann bekommen wir hier noch ein bisschen was an Geld. Insgesamt sind das 70 Rubine. Und hier bekommen wir in der Truhe ein Herzteil. Okay, nochmal. 10 Rubine. Herzteil Nummer 1 gefunden. Von, ich weiß gar nicht, wie viele Herzteile es hier gibt. Auf jeden Fall einige. Und natürlich werden wir uns alle Herzteile holen. Denn wir wollen das Spiel ja zu 100% durchspielen. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Die Frau sollten wir besser nicht anquatschen, denn die ruft dann die Wachen, weil wir, ja, wir werden ja gesucht. Wir können erstmal hier noch rein. Zack. Nice. Okay, erstmal gegen zwei Mäuse rennen. Und nice, getroffen. Und hier kommen wir, okay, wir bekommen Pfeile, obwohl wir nicht mal einen Bogen haben. Okay, cool. Und ein paar Bomben. Und ja, man kann sich da eigentlich mega viel Geld farmen, so gesehen. Da man da wieder raus und wieder reingehen kann. Und dann, ja, bekommt man immer wieder Geld. Und ich glaube, der hier weiß, wo Dings ist. Halli, hallo, Doki. Ach, der Dorfälteste. Oh, ich darf es von niemandem verraten. Sag es keinem Bösen weiter. Aber es versteckt sich im Palais, nahe des Ostpalastes. Ich zeichne es dir auf deiner Karte ein. Ja, also hier. Ja, hier bist du jetzt. Okay. Danke, nett von dir. Was gibt's hier so? 10 Bomben für 50 Rubine? Nee. Wir haben 5 Bomben. Ich glaube, das reicht erstmal. So, was haben wir hier noch so? Genau. Hier ist eine Bar, die wir von hinten betreten können. Zack. Und hier bekommen wir gleich unsere erste Flasche, Leute. Nice. Und wir können uns, glaube ich, jetzt auch schon die zweite Flasche holen.
Oder ist es in dieser? Ich glaube, das ist hier. Also nicht hier drin, aber hier drin bekommen wir, glaube ich... Ja, genau. Hier drin bekommen wir den Kescher. Ja, tut mir leid, aber ich kann nicht aus dem Haus, weil ich krank bin. Von der Kälte des Bösen, die aus den Bergen kommt, bin ich wohl krank geworden. Ich kenne dich zwar nicht, aber hier mein Schmetterlingsnetz. Im Moment kann ich es eh nicht gebrauchen. Du wirst mir sicherlich wiederbringen, oder? Klar. Und Leute, guck mal, da oben ist ein Mario-Bild. Cool, ne? Okay, der Typ haut vor uns ab. Den können wir noch nicht einholen. Aber wir können uns hier noch etwas holen. Und zwar... Ja, klauen wir mal schnell die Ersparnisse der alten Dame. Aua. Denn, ja, ich glaube, hier sind 50 oder so. Nee, oh, 10 Pfeile. Hä, waren die nicht sonst echt gleich? Hä, ich war der Meinung, hier waren sonst immer Rubine drin. Hä, geh weg. Okay. Wer sollte aufs Fahndungsplakat? Ich oder sie? Ich meine, sie foltert Hühner. Sie foltert Hühner, indem sie einfach in Krüge steckt. Aber ja, schöne Flaschen, Flaschen. Ja, so treten sie näher. Ja, 100 Rubine. Ja, klar. Klar nehme ich sie. Zweite Flasche. Das ist super. Ich weiß gar nicht. Dritte Flasche bekommen wir dadurch und die vierte da. Ja, okay, ich weiß noch, wo wir alle Flaschen herbekommen. Wir müssen den Part aber auch gleich beenden. Ich will nur noch kurz eine Sache erledigen. Und zwar uns das Geld hier holen. Ich glaube nämlich... Obwohl, oder war da ein Herzteil? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Obwohl, doch, ich glaube, hier war sogar ein Herzteil drin. Ja, nice. Schön, oh geil, Herzteil. Das ist super. Das ist sehr super, das ist sehr, sehr super. Kannst du sagen, ich glaube, ich habe... Ich sehe gerade auf der Aufnahme, ich muss, glaube ich, das... Fenster nochmal normal richten. Obwohl, nein, das sieht eigentlich richtig aus. Ja, sieht richtig aus. Das ist nämlich noch die Luffy-Einstellung. Da habe ich nämlich... Obwohl, nein, hatte ich nicht. Ja, okay, ist okay. Hat sich erledigt, Leute. Hat sich erledigt. Ich habe nichts gesagt. Konnten wir noch irgendwas holen? Da konnten wir nichts mehr holen. Ich glaube, wir haben hier alles erledigt, Leute. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hier bei das nächste Mal wieder. Fingerknacken. Haut rein.